Hi Leute, willkommen zum neuen Video. Ich bin ja gerade zu Gast in Bremen. Wir haben jetzt gerade eine ruhige Phase erwischt am ersten Spieltag. Und ich habe mir jetzt mal jemanden geschnappt, der Bock hat, ein bisschen was über seine Platte auch zu erzählen. Und ich glaube, die hat man auf Instagram ganz viel gesehen. Und ja, stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du? Ja, ich bin der Daniel Buskol, 40 Jahre alt und komme aus Friesland. Wie bist du zum Tabletop ursprünglich mal gekommen? Und ja, vor allem zu Star Wars Legion dann? Ich bin irgendwie vor 20 Jahren mit Warhammer Fantasy angefangen. Das wurde leider eingestellt und dann habe ich... Hat, glaube ich, hier nach dem Fitness auch mal gespielt hat. Sehr, sehr viele Systeme ausprobiert und dann wurde angekündigt, dass Star Wars Legion ein Tabletop-System wird. Da war ich von vornherein Fan. Warst du dann auch, als ich war ja zu sitzen auf der Messe, wo es Ferkschel war in Essen, warst du da auch damals schon dort? Das war nämlich Oktober, ja, glaube ich. Ja, richtig. Da wollte ich. Haben wir uns vielleicht sogar verpasst. Ich war freitags und samstags dort und habe dann bestimmt im Kumpel spontan hochgefahren. Scott, Grüße gehen raus. Hochgefahren und dann, Lineal genommen, um zu gucken, wie hoch sind die Modelle, dass wir anfangen konnten schon zu bauen, dass wenn wir das Spiel kriegen, gleich ein Spieltisch. Ich habe mich in der Schlange angestellt, wollte es kaufen, ich konnte es nicht mal vorbestellen. März 2018 warst du dann soweit, wir konnten dann selber spielen. Jetzt die Frage, also ich blende euch jetzt hier mal ein, den ersten Tisch, denn zu der Platte gibt es noch den Anfangsteil. Jetzt spreche ich mal einfach mal drüber, warum offensichtlich Endor als Thema für deine Spielplatte. Ich habe mir damals, kurz bevor ich mit Star Wars Legion angefangen bin, 3D-Drucker zugelegt. Dann gab es ein paar Dateien bei Thingiverse, die konntest du runterladen, unter anderem eine Endor-Platte, schon fertig. Echt? Okay, bist du ja mir vorbeigegangen. Podesten und Geländer und so, und dann habe ich angefangen zu drucken, erstmal die ganzen Bäume. Ja. Und dann habe ich die Podeste ausgedruckt und da habe ich gesehen, das gefällt mir überhaupt nicht. Nicht, weil mein Drucker die Qualität nicht liefert, sondern das weil visuelle Bilder am Schluss. Das sah einfach nur künstlich aus. Und dann habe ich die Bäume als Basic genommen und habe auf meiner anderen Platte, da bin ich ja quasi mit angefangen. Die seht ihr jetzt ja gerade auch. Angefangen und habe da einfach drauf losgebaut, Lust gehabt und alles selber aus Holz geschnitzt. Und dann mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail Evox im Nachhinein angebracht und hier noch was und da noch was und ja, dann. Was für Hölzer hast du genommen für die ganzen Laufstege da und so, also die ganze Plattform? Hast du jetzt zum Beispiel Schaschlikspieße genommen oder gibt ja auch so Essstäbchen und so geteilt? Alles. Alles, was ich in 1-Euro-Läden finde oder halt ganz, ganz dünnes Bastelholz. Ich glaube 2 Millimeter musste das dick sein, ja. Und da habe ich einfach geschnitzt. Ich hatte auch keinen wirklichen Plan, was das werden sollte. Mhm. Und irgendwann war es soweit, ja, das will ich miteinander verbinden. Dann habe ich Geländer gebaut. Dann habe ich magnetisierte Leitern angebracht, damit man auch hoch kann. Und Hütten, die von innen auch bespielbar sind, begehbar. Und ja, da kam immer mehr dazu und mehr. Und dann hatte ich keine Lust mehr auf Baumhäuser, weil die Platte war voll. Hatte ich diesen 80-80. Zu Hause, einfach nur so gedruckt. Hast du das wirklich nur als Deko gedacht, für den Hobbykeller? Ja, nee, auch für eine Spielplatte, aber der hat zum Endor-Thema nicht gepasst. Und mein Thema ist ja ein paar Jahre nach dem Film. Alles steht hier, ist wieder, ja, es wird verjährt, verwittert und ja, die Pflanzen überwuchern das Ganze und das ist so das Thema. Man könnte jetzt hier sagen, das eine, klar, das wir vorhin zuerst gesehen, ist Ewok-Dorf quasi, wo der Kern der Bevölkerung ist mit Ewoks. Das ist ja jetzt so wirklich die verlassene imperiale Base. Hier sind ja noch ein paar Ewoks mit dem Katapult. Ich blende euch noch ein Bild ein, dann seht ihr das größer. Kommt noch eine Platte? Also ist dein Endor-Thema erstmal durch? Nein, oder? Das ist nicht durch. Okay, was wird dann drei? Drei, also meine nächsten Projekte quasi. Flüsse, Seen, Moore. Also eher Sumpf dann so? Weil jetzt gerade schon mehrere Wasserelemente einblenden. Aber ich will ja alles miteinander kombinieren können, damit ich nicht nur eine Platte habe, wo ich drauf spiele. Die ist zwar modular, ich kann die Bäume anders hinstellen, aber jetzt habe ich diese Platte, da kann ich die ganzen Elemente mit einfließen lassen. Dann habe ich mal Baumhäuser, dann habe ich mal Podeste, den ATS. Man muss ja nicht alles auf die Platte bringen, aber man hat mehr Varianz. Flexibel. So, und das hast du. Ich habe hier auf dem Turnier mich umgeschaut, viele schöne Platten. Aber es ist tatsächlich auch nirgends ein Fluss,
Auf keiner Platte. Hier nicht, ich kenne einen. Nein. Es ist nirgends irgendwie ein See oder viele Sümpfe. Die Sümpfe habe ich zwei, drei Stück. So ein paar Sümpftümpel, ja. Sieht man hier aber, und das passt auch zum Thema. Und ich kann es auch in andere Spielsysteme, ich spiele ja noch mehr, kann ich es auch mit auf die Platte nehmen. Ne? Ja, und das sind so. Und dann habe ich noch einen Millennium Falcon, den habe ich auch schon gedruckt. Der ist dann. Ich glaube, da irgendwie hier Star Wars ungefähr ein Meter lang. Das waren mehrere Wochen, hat er am Stück gedruckt. Ich habe einen richtig großen Drucker. Und du hast ja auch ganz kurz einen PLA und einen Resin-Drucker, ne? Ja, ich habe von jedem zwei und nochmal einen Handdrucker zum Nacharbeiten, wo ich selber mit so einem 3D-Stift einige. Da habe ich mich noch nicht dran getraut. Das, ja, kommt das ist auch. Zum Beispiel die Rinder da oben, die habe ich damit selbst modelliert oder irgendwelche Sachen ausgebessert. Manchmal hat man Druckfehler und hat irgendwo ein Loch und denkt sich, ach, hau ich das jetzt weg? Da kannst du nachmodellieren. Also es ist schon echt eine gute Investition. Ja, das verspachtel ich im Moment tatsächlich. Aber wenn ich irgendwas so, sagen wir mal, der Druckkopf hat nicht genug Filament gefördert oder der Extruder, dass da manchmal so kleine, wie so Netz sich bildet, weil es einfach nicht voll ausspielt quasi. Das verspachtel ich zum Beispiel. Und manchmal, wenn ich dann zu viel Greenswerk gerade wieder angemischt habe, dann, da war was, da ist ein Loch, das flicke ich jetzt mal noch schnell mit dem, was übrig bleibt. So mache ich es jetzt noch, aber wenn du gerade sagst, du nimmst dafür auch 3D-Stift, soll ich mir das vielleicht auch früher schon anlassen. Muss natürlich nachgeschliffen werden, weil du bekommst keine richtig glatten Oberflächen hin. Ne? Aber es verbindet sich 100% miteinander. Das ist gut, das ist gut zu wissen. Weil die Spitze vom Kopf erhitzt sich auf 200 Grad, gehst quasi in das vorhandene Material rein und schmilzt das und verbindest das miteinander. Mhm. Und somit kannst du wieder einen Körper bilden, ja. Ja, cool. Also du, jetzt zurück nochmal zu Endor natürlich, vom Weg von 3D-Drucktechnik. Es geht nochmal zurück in die Sümpfe von Endor quasi. Und dein Plan ist, dass du irgendwann hergehen kannst, 90 auf, sage mal jetzt, Kopfrechnen. Es ist schon spät am Tag, sorry Leute. Jetzt haben wir 3,60 Meter, ne? Was wäre die nächste Step dann? 5,40 Meter bei drei Platten. Von der Länge, wenn wir jetzt alle aneinander kleben würden. Ich habe zu Hause noch mehr, was ich integrieren könnte. Ich habe nicht alles mit. Ich habe noch, ganz, ganz viele Felsen, Gebirge und ja, aber wie gesagt, das sind auch Sachen, die ich aus anderen Systemen dann mit reinnehmen könnte. Die sind neutral. Du hast ja aber auch, ich blende euch das Bild nochmal ein als Beispiel, so mini kleine Szenen. Hier zum Beispiel Katapult auf Landeplattform, drei E-Books bedienen das. Ich könnte es jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, was du da schon eine Schamanenhütte, glaube ich, mit dabei. In der Hütte ist ein Schamane, der steht am Kochen. Wie kamst du auf die Ideen, am Film einfach inspirieren lassen, dass du die alten E-Book-Filme auch mal angeguckt hast? Ich habe die alten E-Book-Filme tatsächlich geguckt, habe mich auch mit der Flora und Fauna auseinandergesetzt, darum habe ich auch eine Ziegenhütte. Stimmt, ich habe mich gefragt, warum sind da Ziegen in Baumstamm auch? Die endorianischen Ziegen, die gibt es tatsächlich, oder die Blurks, die machen da Jagd auf die Endors, habe ich auch ein kleines Szenario da, wo einer schon mit dem Netz drüber am Boden liegt und die sind dann noch am Kämpfen. Ja, das sind eigene Ideen, die ich da hatte. Ich habe einfach die Modelle gesehen und gesagt, okay, das mache ich irgendwie. Ja. Wirkt auf jeden Fall dann sehr schnell durch so kleine Szenen. Manchmal reicht eine schöne, sagen wir, größere Szene, manchmal auch zwei kleine, dann ist so eine Platte gleich viel lebendiger, nicht nur durch Witterungseffekte, wie es hier beim AT-AT gemacht hat, Moos, Ranken, teilweise sogar schon fahren, wo irgendwo es sich festgesetzt hat mit dem Wurzelwerk. Wash ist natürlich auch in einigen Ecken. Finde ich einfach geil, weil manchmal wird es dann doch vergessen, wenn man sich zu sehr auf den 3D-Druck verlässt. Weil so kriegt das Ganze noch mehr Stimmung. Stimmung, Wärme auch. Es wirkt nicht so kalt, weil der Drucker im Endeffekt, ein Designer hat sich den Kopf gemacht, was geil ist, entworfen, aber man kann ja noch mehr dann draus machen, der Nachbearbeitung. Das hast du hier definitiv gemacht, hinbekommen. Großes Kompliment von mir an dich. Hat mich auch noch mal ein bisschen angefixt. Es gibt mir auch noch mal einen Schub, wenn ich einen anderen Geländebauer einfach sehe, der macht was geil, was mich auch einfach auch immersiv abholt für ein Spielgefühl. Also, wir machen auch gleich noch ein Spielabend, wir zwei. Lockerflockig außerhalb von der Turnierszene einfach so ein bisschen beriesen lassen. Ja, Karaoke-Bauer heute nicht so unser Fall, denn ein paar Leute hier aus dem Bremen-Turnier haben gesagt, hey, wir schließen zusammen, wir machen noch einen Trip in den Karaoke-Bar hier in Bremen. Ne, wir lassen uns hier berieseln, haben uns das Zeit genommen für das Video und danke, dass du auch Bock hast, vor die Kamera zu gehen. Ist auch nicht jedermanns Sache. Wir haben gerade zwei Anläufe gebraucht. War auch mein erstes Mal. Dein erstes Mal, yay! Ja, willst du noch irgendwas zu Endor, was ich jetzt gerade nicht aus dem Bauch raus fragen konnte? Du hast ja schon gemerkt, ich mache das ohne Skript. Ja.
einfach authentisch, sag ich mal. Ne, ich bin ganz zufrieden. Du bist ganz durch? Ich bin ganz zufrieden. Ja. Wenn jetzt einer sagt, nächste Blatt darf nicht grün sein, was wäre denn dann die nächste Wahl? Wenn jetzt einer kommt, kein Endo mehr. Was wäre dann die nächste Themen, wenn du sagst, ey, da habe ich so viele geile Ideen, das würde ich mir vielleicht auch mal anschauen wollen. Kein Endo? Überhaupt kein Endo? Gar kein Endo. Ist es auch grün nicht erlaubt auf der Platte? Also nicht als Fokuselement, wo so dominierend als Farbe ist. Ja, ich meine, wir haben Tatooine, wir haben Hoss, wir haben so viele Welten von Star Wars. Ja, ich meine, Tatooine gibt es gewaltig viele. Es ist aber halt auch das Einsteigerfreundlichste, wenn man sich rantast ins Gelände baut. Ja, aber Tatooine hätte ich noch eine Milliarde Ideen, die ich umsetzen könnte. Palace, Zalak Beast in groß. Ganz, ganz viel Schrott. Podracer-Bahn. Mir fehlt ganz viel Schrott auf den Tatooine-Platten. Schrott. Einfach Droiden-Schrott. Watto mit seinem... Gestrandetes Zalak-Crawler von den Jabbas. Ja. Der nächste kommt angerollt und will in den Blumen. Hab ich auch schon gesehen. Gibt es ja auch. Und hier, nee. Irgendwas mit Schnee. Schnee? Echt? Krass, okay. Ja. Schnee ist tatsächlich für mich das, wo ich mich will ich nicht so. Habe ich noch nie gemacht. Also so ausprobieren, habe ich schon gemacht. Ich habe für jemanden schon ein paar Sachen für Rot gemacht, ja. Aber ich glaube, ja, da würden mir nicht die Ideen dann doch, also mir jetzt würden mir, glaube ich, dann die Ideen doch schnell ausgehen bei Hoss. Ja, Schnee. Ja, Schnee. Viel Schnee. Eis, Stalagmin. Eine kleine Höhle, wo so ein Bumper vielleicht ist. Richtig, oder ganz viele Geschütztürme, 3-4 ATS, die auf die auf der Szenerie wieder dann, genau, drauf loslaufen. Überall Gleiter, Snowspeeder, Towntowns, einfach so eine kleine Herde, irgendwo, ja, so wilde. Ja, viel Schützengräben. Ja, jetzt wo er so aufzählt, ey, man kriegt schon viel zusammen. Dann gibt es, glaube ich, diesen Laser, diesen runden. Die Ionenkanone, genau. Wo gehen die Sternzerstörer ballert. Die habe ich nämlich auch schon für jemanden gemacht. Die habe ich auch schon mal als 3D-Druck 2 Entwürfe gesehen. Tingli, ja. Und nochmal Gamebody 3Z oder so irgendwas. Gab es auch noch was, das war eine kaufbare Datei. Ja, ansonsten. Felsen reizt mich jetzt nicht. Nicht schön. Ja. Es könnte sein, kleiner Spoiler für euch, ich sage es einfach offen raus, dass ich 2023 nochmal nach Geonosis zurückkehre. Erstens mal die Platte von 2019 restauriere ein bisschen, wieder ein bisschen Pip. Und vielleicht dann, ähnlich wie es jetzt Daniel bei seiner Endo gemacht hat, eine zweite Platte, baue eine Schwesternplatte, eine Verlängerung. Ist in der Planung, aber ich habe noch so viele Projekte im Kopf und du kennst selber, weil ist irgendwie nie fertig, wenn man mal anfängt. Das ist so, macht ja auch Spaß. Macht auch Spaß, es ist meditativ. Ja, wenn man beim Spiel schon nicht gewinnen kann, dann vielleicht Best Painted bin ich auch nicht. Da gibt es wesentlich bessere. Cool, cool. Dann danke ich dir. Ich verlinke seinen Kanal von Instagram, seinen Account auf jeden Fall nochmal in die Videobeschreibung. Es wird jetzt auch hier eingeblendet sein. Schaut auf jeden Fall rum und verpasst da einfach nichts. Viele Stories, die du auch manchmal reinmachst, so ja, hey, ich hatte jetzt heute Abend 3 Stunden Zeit, das habe ich gemacht. Das Vlog habe ich benutzt. Da kann auch jeder noch was lernen mit leichten Learning by Seeing im Prinzip. Ja. Sehr selbst erklären auch. Man muss es nur machen. Man muss es machen. Es kostet manchmal auch ein bisschen Zeit. Das ist so. Man muss die Zeit dafür haben, eigentlich nur einfach ein 3D-Gelände dahinstellen, sondern auch die Lust, 1000 kleine Fahne in einzelnen Elementen zusammenzustecken. Das hier ist ja jetzt zum Beispiel, dieser Fahne ist jetzt nicht gekauft, das ist ein IKEA-Fahne. Da sind alle Elemente einzeln abgeknipst. Ich vergesse, ich mache mal schnell die Bilder, dass ich es euch gleich zeigen kann. Ne? Alle Elemente alle einzeln abgeknipst und dann einzeln wieder zusammengesetzt mit. Kriegt ja man auch tatsächlich selber Tabletop so gute Fahnenelemente, so ein bisschen. Nee, es meistens gibt da, ist es dann. Viele haben Papier, diese Papierfahne. Die transportierst du ein paar Mal. Und splittert sind. Und dann hast du irgendwie ein neues Puzzle, weil es sich da zersplittert. Ja. Wenn ihr auch noch ein Bild habt, noch ein Beispiel. So. Hier, oder diese hier. Diese hier. Das sind eigentlich so Topfblumen. Da habe ich die ganzen einzelnen Blätter abgemacht und mit Holzleim nach und nach, weil man dann so Tippsekundenkleber, dann hält das sofort. Mhm. Mit Sekundenkleber in den Holzleim. Ja, ich nehme auch viel Sekundenkleber. Ja. Wobei jetzt, was du gestern gesagt hast, wir haben gestern schon ein bisschen geredet, am Ankunftstag quasi von der Bremen-Szene hier vom Turnier. Das mit Leim, also Sekundenkleber und Holzleim habe ich auch noch nie ausprobiert. Werde ich dann auch mal testen, wo du das gestern gesagt hast. In der Platte habe ich
anderthalb Liter Holzleim und ungefähr 250 Tuben Sekundenkleber. Das weiß okay. ich, weil ich da die Quittung für liegen hatte. Auch interessant. Es kommt viel von den Gerüsten und den Bändern und ja. allein die Bänder haben so viele Sekundenkleber gefressen, weil die sich folge so. Ich kann auch das komplette Element an einem Finger an dem Geländer hochheben, da passiert nichts, das geht nicht kaputt. Ja, das ist schon sehr robust. Ich glaube, wir müssen noch zwei Spiele machen. Aber mal gucken, wie fit wir noch sind. Auf jeden Fall danke dir. Danke euch fürs Reinschalten. Wie gesagt, schaut unbedingt bei Daniel vorbei. Stories checken immer wieder. Für mich schon. Definitiv. Und ja, mich hat es gefreut, dass du dich jetzt wieder vor die Kamera getraut hast. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Wir zocken jetzt. Macht's gut, Leute. Schönen Abend noch.